Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, liebe Freunde unseres Klosters, ich freue mich sehr, dass ich Sie vom Aschermittwoch an bis zum Osterfest ein wenig begleiten darf auf einem geistlichen Weg, dass wir zusammen diesen Weg gehen. Fastenzeit klingt in unseren Ohren ja immer traurig oder gar hart oder dunkel. Der heilige Benedikt, ich habe seine Regel hier mitgebracht, sagt gar nicht Fastenzeit. Er spricht von den heilig 40 Tagen, von einer Zeit der großen Freude. Es kommt in keinem Kapitel seiner Regel, kommt die Freude so deutlich zum Ausdruck wie in dem Kapitel über die Fastenzeit. Und diese Freude möchte der heilige Benedikt vermitteln mit einem dreifachen Hilfsangebot. Er empfiehlt uns erstens, dass wir durchaus auf das eine oder andere verzichten, wo es ein zu viel in unserem Leben gibt. Das muss nicht unbedingt die Nahrung und das Getränk sein. Das können ganz viele Formen des Konsums sein. Da ein wenig zurückzuschrauben, zu verzichten, und zwar nicht um des Verzichts willen, sondern damit das Leben voller und reicher wird. Und dann empfiehlt er uns, das Gebet zu intensivieren, über das Gebet nachzudenken, dass es kein Geplapper wird wie bei den Heiden, so sagt Jesus einmal, sondern dass es wirklich ein Herzensgebet ist zu Gott, der unser Vater ist, der uns liebt wie ein Vater. Und schließlich empfiehlt er uns das Lesen. Er meint damit vor allem das Lesen in der Heiligen Schrift. Und wenn Sie mich fragen, welches Buch ich Ihnen empfehle für diese Fastenzeit 2022, dann empfehle ich Ihnen das Lukas-Evangelium. Und zwar aus zwei Gründen. Einmal, weil das Lukas-Evangelium das Evangelium ist, was die Kirche in diesem Jahr vorzüglich an den Sonntagen liest. Und weil das Lukas-Evangelium mit wunderbaren Erzählungen, mit wunderbaren Berichten uns einfach ganz nahe kommt, unser Herz so direkt anspricht. Denken Sie etwa an die wunderbare Erzählung vom barmherzigen Samariter oder von der Erzählung von den zwei Söhnen und dem barmherzigen Vater oder am Schluss des Evangeliums von diesem wirklich zu Herzen gehenden Bericht von den zwei Emmaus-Jüngern, die frustriert aus Jerusalem weggehen und denen dann Jesus begegnet und deren Herz weit wird und deren Herz leuchtet und die Jesus in dem zunächst ganz unbekannten Wanderer erkennen. In unserem Kloster gibt es im ehemaligen Chorsaal des alten Klosters eine wunderbare Darstellung vom heiligen Lukas, dem Evangelisten. Johann Jakob Zeiler hat dieses kleine Fresko geschaffen und es stellt einen jugendlichen Mann noch dar, der einerseits gekennzeichnet ist mit den Malerutensilien als Lukas, der als Maler verehrt wird, aber auch mit dem Mörser, dem Zeichen der Apotheker und der Ärzte. Und Lukas ist der Tradition nach ein Arzt gewesen. Lukas ist der, der mit seinen wunderbaren Bildern uns die Barmherzigkeit Gottes nahebringt. Und Lukas ist der, der unseren Blick lenkt auf die Menschen, die krank sind, auf die Menschen, die unsere Hilfe, unsere Zuneigung, unser gutes Wort brauchen. Und wenn wir in diesem Evangelium lesen, dann werden wir Menschen, die mehr und mehr ein Herz für andere bekommen, die, wie es im Lukas-Evangelium auch einmal heißt, dem Wunsch Jesu nachkommen, seid barmherzig, wie euer Vater im Himmel barmherzig ist. Dass wir in dieser Barmherzigkeit ein wenig wachsen können, wünsche ich uns von ganzem Herzen für diese heiligen 40 Tage auf Ostern zu. Ich freue mich, wenn wir diesen Weg zusammengehen dürfen.